Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen, liebe Affen da draußen, zu einer weiteren Episode von Loon City 6. Wir sind bei Runde 87, die letzte Episode. Ich dachte echt, ich verliere, aber dem war nicht so. Und demnach werden wir jetzt schauen, wohin das Ganze führt hier. Ihr seht es ja mittlerweile, wie sehr ich mich hier drum bemühe, um hier weiterzukommen. Bin sehr, sehr gespannt und neugierig darauf und mal schauen. Oh mein Gott, das schaffen wir nicht. Komm schon. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott. Hier direkt hier. Wir dürfen auf gar keinen Fall durchkommen jetzt. Uiuiui. Obwohl ich so viele Mörser jetzt hab, ne? Oh ja! Das war jetzt übel, ey. Das war jetzt wirklich nicht von schlechten Eltern. Wie wir das überlebt haben, verstehe ich nicht. Ich hätte eigentlich verlieren müssen jetzt. Jetzt ungelogen, ich hätte eigentlich verlieren müssen. Wir sind bei Runde 88, ey. Das ist so krank. Das ist wirklich krank, liebe Freunde. Das ist wirklich krank. Mit krank meine ich auch krank. Also mehr kann ich jetzt gerade gar nicht updaten, so wirklich. Ich muss jetzt nochmal eine Runde warten. Wisst ihr, was ich mich frage? Was kann dieser Zauberaffe? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Komm, wir bauen den jetzt einfach mal hier hin. Ich weiß es gar nicht. Was kann er denn? Wirkt alle paar Sekunden einen explosiven Feuerballzauber. Oh! Das kann gut helfen, glaube ich. Oh mein Gott, nein, 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 Alter, das schaffen wir nicht. Das ist unmöglich. Das schaffen wir nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
Nein! Nein, ey! Kurz vor 90, ey! Mann, ey, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Das war jetzt einfach... Boah, was für eine Runde, ey. Ohne Scheiß, ich schwitze richtig. Es ist sogar dunkel hinten. So lange zocke ich das Game jetzt schon. Wow, ey, das war eine richtig heftige Session. Alter, das war mein Rekord bis Runde 89, ja? Ich glaube, mein Fehler war, dass ich zu viele Mörser gemacht habe, oder? Ich glaube, das war eines meiner größten Fehler jetzt, die ich gemacht habe. Nein, ey. Boah. Ich weiß nicht, was ich hätte besser machen sollen. Ich weiß es nicht. Ihr schreibt das mal gerne, echt gerne in die Kommentare, was ich da hätte am besten besser machen sollen. Schaut euch wirklich die Folge nochmal in Ruhe an und sagt mir mal wirklich detailliert, was ich da hätte besser machen sollen. Ich weiß, ihr habt ja schon einiges geschrieben oder ein paar von euch und das finde ich auch gut, das hilft mir auch, keine Frage. Aber ich produziere im Voraus manchmal und dann ist es manchmal etwas später, bis ich dann eure ganzen Kommentare lese und auch umsetze. Ich mache das dann nächstes Mal auf jeden Fall. Ich werde auch keine $500 jetzt nochmal hier bezahlen, um weiterzuspielen. Also das mache ich nicht. Aber die Niederlage muss ich akzeptieren. 89 ist schon gut, ey. Weil die Map ist auch ultra geil, finde ich. Die Map ist richtig, richtig, richtig geil, finde ich. Mann, ey, das war heftig. Das war wirklich heftig, ey. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Helden, ne? Ich habe jetzt diesen Helden genommen. Es gibt auch Quincy, aber ich finde diesen Helden richtig geil. Den Gwendolyn. Es gibt auch andere hier, ne? Es gibt auch den Hauptmann Churchill. Es gibt Adora. Es gibt Benjamin. Es gibt Azili. Es gibt natürlich auch Melek, ne? Es gibt Pat Fusti. Der sieht sehr böse aus. Boah, das ist ein Affe. Pat ist ein großer Affe mit enormen Kräften. Seine einzigartige Größe und seine Stärke sind ein großer Gewinn im Kampf gegen die Bloons. Schlachtruf und Großklemme. Wie geil ist das denn? Dann gibt es noch aktivierte Fähigkeiten. Obin beherrscht die Kräfte der Natur und kann mit seinem Geisterwohlangriff durch feste Hindernisse hindurchschießen. Oder eben auch hier Striker Jones ist ein starker Kommandant, der mit seinem Wissen über den Fernkampf die Kraft seiner Bomben deutlich erhöht. Ja, also alles in allem richtig krass auf jeden Fall. Und wisst ihr, was wir machen? In der nächsten Folge machen wir wieder mit der Stadtmitte weiter, ja? Das sehen wir dann auf jeden Fall dann in der nächsten Episode, aber liebe Freunde, lasst wie immer auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir wirklich detailliert eure Meinung, eure Sichtweisen hierzu. Ich werde dazu auf jeden Fall nochmal... Ach, guck mal hier. Guck mal, ach du meine Güte, wir haben hier sogar was Neues freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Ja, das werde ich auf jeden Fall durchmachen. Also, der Baumstumpf war auf jeden Fall ultra geil. Der war geil, wirklich. Okay. Ich sage bis dahin, wir sehen uns wieder und Bewertung nicht vergessen und mir auf meinen Instagram- und Twitter-Account nicht vergessen zu folgen. Ciao!